Unter den größten römischen Kriegern der Vergangenheit ragt ein gewisser Lucius Siccius Dentatus heraus, besser bekannt als der römische Achilles. Aufzeichnungen zufolge war Lucius in 120 Schlachten verwickelt und kämpfte in mindestens 8 einzelnen Duellen. Dabei hinterließ er insgesamt 45 Narben auf seinem Körper. Lucius lebte zufällig während einer turbulenten Zeit in der römischen Republik. Im 4. Jahrhundert vor Christus versuchten die römischen Führer, eine Steuererhöhung durchzusetzen. Im Jahr 455 wurden 2 Männer zu den neuen Konsuln der Republik ernannt. Titius Rumilius und Gaius Vetturius übernahmen die Führung Roms in einer turbulenten Zeit, in der die Patrizier und Plebejer miteinander im Streit lagen. Die Volksvertreter, die sogenannten Volkstribunen, hatten jahrelang mehr Rechte für die Plebs gefordert und versucht, die Macht der Patrizier zu beschneiden. Lucius Siccius Dentatus gehörte zu den plebejischen Bürgern. Er war zwar kein Volkstribun, aber laut den Historikern setzte er sich für die Ärmsten ein. Es überrascht nicht, dass sein Name Dentatus war, was mit Zähnen geboren bedeutet. Wahrscheinlich gaben die Plebejer Lucius diesen Namen, um seinen Einsatz gegen die Patrizier zu ehren. Natürlich waren die Konsuln Titus und Gaius mit Lucius' Anti-Patrizier-Demonstrationen unzufrieden. Um Lucius zum Schweigen zu bringen und ihn von den Plebejern zu entfremden, beauftragte Titus ihn mit einer sehr gefährlichen Mission. Die lateinische Stadt Tusculum hatte Rom um Hilfe gebeten, nachdem sie von den Achäern angegriffen worden war. Titus stellte ein Heer zusammen, das hauptsächlich aus Patriziern, aber auch aus freiwilligen Plebejern bestand, um seine Verbündeten zu verteidigen. Lucius hatte keine Lust zu gehen und war sehr besorgt über die Gefahren der Mission. Aber der Konsul unterbrach ihn und befahl ihm zu schweigen. Das zeigt uns das autoritäre Verhältnis zwischen Patriziern und Plebejern. Lucius überlebte die Mission und wurde aufgrund seiner Tapferkeit im Jahr 454 von den plebejischen Bürgern zum Tribun der Plebs gewählt. Lucius vollbrachte noch einige andere Heldentaten für die Plebs. Zunächst half er dabei, die Konsuln Titus und Gaius zu stürzen, weil sie das Geld der Soldaten für andere Zwecke veruntreut hatten. Im Laufe der Zeit nahm Lucius auch an mehreren Militärkampagnen teil und erreichte den höchsten Rang, den ein Plebejer erreichen konnte, als Centurio Primus Pilus. Römische Historiker behaupten, dass Lucius mehrere militärische Auszeichnungen erhalten hat. 18 Hasta Epurae, eine Verdienstauszeichnung. 25 Valeria, eine gemeißelte Medaille, die an Soldaten verliehen wurde, die sich im Kampf besonders gut verhalten hatten. 160 Armilla, eine Armbinde, die Soldaten für besondere Tapferkeit verliehen wird. 83 Torques, goldene Ringe, die um den Hals getragen werden und nur an Eliteeinheiten der Römischen Republik verliehen wurden. Und schließlich erhielt er 26 Kronen, darunter 14 Bürgerkronen, die für die Rettung eines römischen Bürgers verliehen wurden, 8 goldene Kronen, 3 Mauerkronen und eine Graskrone. Die höchste römische Militärauszeichnung, die ausschließlich an einen General, Befehlshaber oder Offizier verliehen wurde, der eine Legion oder die gesamte Armee gerettet hatte. Zusätzlich zu all diesen Errungenschaften war Lucius in Aufzeichnungen zufolge in 120 Kämpfe verwickelt und lieferte sich mindestens 8 Einzelduelle. In diesen Kämpfen wurde sein Körper insgesamt 45 Mal mit Narben übersät. Aufgrund seines Kampfes für die Plebs gegen die Patrizier wurde Lucius Dentatus im Volksmund als der römische Achilles bezeichnet. Aufgrund seiner zahlreichen militärischen Erfolge sahen die römischen Bürgerinnen und Bürger zu ihm auf und betrachteten ihn als mythisches Beispiel für Tapferkeit und Hingabe an die römische Republik.